Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Kommt jetzt der goldene Oktober oder kommt jetzt eher schlechtes Wetter? Ja, Herbstwetter, was stürmisch und vielleicht auch schon kalt ist und sehr regnerisch. Wenn man mal in den Wetterbericht reinschaut, dann ist der immer sehr vage. Wir haben alle gemerkt, dass man sich da gar nicht mehr so gut drauf verlassen kann. Aber es gibt ja noch eine Alternative und das sind die guten alten Bauernregeln, die auch heute teilweise noch Bestand haben. Und man muss sagen, zu Recht, denn häufig liegen sie gar nicht so falsch, sondern richtig. Und früher gab es noch keine Wetterberichte und deshalb haben die Menschen früher sich an Bauernregeln gesetzt oder gehalten. Und auch für den goldenen Oktober, für den goldenen Herbst sozusagen, gibt es da eine Bauernregel. Die heißt nämlich wie folgt: bis Ende September heiter und warm wird es 4 Wochen so weitergehen. Und das deutet dann darauf hin, dass wir tatsächlich einen schönen sonnigen und auch warmen Oktober kriegen. Man muss sagen, wenn man das mal so überprüft, wo wir einen schönen Altweibersommer hatten, also im September noch sehr, sehr warm gehabt hatten, wenn der September zu warm war, dann folgte da in der Regel zu 65% auch immer noch ein goldener Oktober. Jetzt muss man natürlich unterscheiden zwischen Nord- und Süddeutschland. Ist das so ein bisschen unterschiedlich? Im Norden ist das Wetter dann ein bisschen rauer. Im Süden ist es noch etwas sonniger und schöner. Aber trotzdem haben wir einfach noch schönes Wetter. Und was bedeutet das für uns im Garten? Wir können einfach alles etwas entspannter machen. Wir können uns zum Beispiel noch ein bisschen mehr Zeit lassen beim Schneiden der Hecke. Denn man darf ja erst jetzt ab 1.10. auch wieder damit anfangen. Denn vorher war ja der Vogelschutz da. Das heißt, da war nur ein leichter Form- und Pflegeschnitt erlaubt. Aber jetzt können wir auch richtig rausreißen, können auf Stock zurücksetzen oder können auch wirklich radikal zurückschneiden. Und das macht natürlich bei schönem Wetter viel, viel mehr Spaß. Das heißt, hier haben wir jetzt keinen Stress, keine Hektik. Wir können das in Ruhe machen. Und auch viele Pflanzen, die sonst eigentlich oft Anfang Oktober schon ins Winterquartier wandern, können natürlich ein bisschen länger draußen bleiben und da fühlen sie sich auch viel, viel wohler. Und auch da kann man dann etwas entspannter sein. Aber man sollte natürlich immer die Temperaturen im Auge behalten, vor allem auch nachts, wenn es da doch mal kälter wird, dann holt natürlich lieber die Pflanzen rein. Ja, ich hoffe und ich freue mich auf einen goldenen Oktober. Wenn die Bauernregel zutrifft, haben wir zumindest zu 65% die Wahrscheinlichkeit, dass ein goldener Oktober kommt. Das war mein Video zur Bauernregel goldener Oktober. Ich hoffe, es hat euch gefallen und auch weitergeholfen. Wenn ja, lasst gerne hier einen Daumen nach oben da, abonniert gerne hier meinen YouTube-Kanal und dann sehen wir uns auch im nächsten Video wieder. Macht's gut, bis dann.